So, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Hunter Call of the Wild. Wir gehen heute wieder spazieren auf meiner neuen Lieblingsmap Australien. Ich habe nämlich hier noch gar nicht weitergemacht seit dem letzten Video. Ich spiele immer nur on-stream bzw. on-video für YouTube. Ihr wisst, was ich meine. Wie gesagt, meine Karte sieht noch sehr, sehr traurig aus und wir müssen hier noch einiges entdecken. Ich gehe jetzt erstmal hier zum neuen Aussichtspunkt, den ich mir hier vorne markiert habe. Das ist, so wie es aussieht, auf einem Berg. Schauen wir uns an und ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Damit, let's go. Bin heute auch wieder mit meinem altbekannten Setup unterwegs. Ihr kennt den Spaß aus dem letzten Video. Wenn nicht, schaut es nochmal gerne rein. Im letzten Video habe ich nochmal erklärt, mit welcher Waffe ich was schieße und wie mein Setup für Australien aussieht. Und übrigens, falls ihr es noch nicht getan habt, warum auch immer, vergesst das Abo nicht. Vergesst den Like nicht und vergesst nicht zu kommentieren, Leute. Das ist wichtig, das ist wichtig. Wir haben hier vorne Wildziegen. Hier ist ein Vierer. Ist auf jeden Fall wachsam, 150 Meter. Ich probiere den mal. Ja, der sah ganz gut aus. Jobbt auch vernünftig. Blutungsgrad Mittel klingt sehr gut. Ich wäre natürlich auch mal wieder froh, wenn wir was anderes schießen würden, als immer nur Wildziegen. Beim letzten Mal natürlich den Dia geschossen. Krass. Aber jetzt würde ich auch mal was anderes sehen. Andere Tierart, die es hier auf der Map gibt. So, auf jeden Fall goldene Wildziege. Schön Single Lunge leider nur. Also die Ranger stößt bei der bei Wildziegen an ihre Grenzen, finde ich. Da könnte ein bisschen mehr Wucht dahinter stecken, hinter meiner Dreier, also Waffe für drei, für Klasse 3 Tiere. Habe ich beim letzten Mal schon gemerkt. Also ich habe da noch ziemlich viel Weg hin, absolvieren, bis ich die Tiere finde, die ich überhaupt geschossen habe da. Aber schönes Geweih, gefällt mir. Kommt natürlich wie immer in den Discord, ihr kennt den Spaß, der Link für meinen Discord ist in der Videobeschreibung und im Channel Erlegtes poste ich alle Abschüsse aus meinen Videos und meinen Streams. Im Channel Erlegtes Community dürft ihr gerne euch auslassen, ne? Da dürft ihr gerne eure Sachen posten, eure besonderen Fellfarben, eure Dias, eure Goldtiere, was auch immer. So, da drüben ist noch ein Vierer, Wildziege, Wildziege schon wieder. Egal, müssen wir durch. Wildziegen stehen heute an der Tagesordnung. Schauen wir uns mal den Vierer an. Ist jetzt noch ein bisschen weit weg, 250 Meter. Müssen wir noch ein bisschen rankommen. Ich hoffe nicht, dass ich ihn verloren habe jetzt. Die sind da, glaube ich, hinten in den Wald reingelaufen. Warnruf Wildziege, sehr gut. Wir sind ihm auf der Spur. Wir haben vorne schon ein Weibchen gesehen. Aber ihn noch nicht. Den. Nee, das ist er nicht. Das ist ein Weibchen. Das ist auch ein Weibchen, wachsam. Ist er das? Nee, ist er auch nicht. WTF, was ist das denn? Schweinshirsch. Okay. Da ist der Bock. Da ist er doch, der Bock. Da ist er. Da kommt er. Kommt raus. Könnt jetzt durch den Busch feuern. Ich hätte gern seine Umrisse. Da ist er. Auf der Flucht. Schade. Schade, er haut ab. Er haut ab. Aber hier geht's so ab in dem Wald. Also anscheinend sind hier Dammhirsche unterwegs. Irgendwelche kleinen Hirsche, Samba, was auch immer das ist. Habe ich noch nie gesehen oder nie geschossen. Sah jetzt vom Weiten aus so ein bisschen wie ein Maultierhirsch. Oh, was haben wir denn hier? Hier wäre eine richtige Herde. Rothirsch. Ja. Nice. Hier ist ein Sechser dabei. Dann nehmen wir uns doch mal den Sechser Rothirsch mit.
sah sehr gut aus. Cool, dass es ja auch Rothirsche gibt. Wusste ich gar nicht. Aber ja, klar, wenn es Dammhirsche gibt, gibt es ja auch Rothirsche, ne? Oh, großer Blutfleck. Nice. Silberner Rothirsch männlich. Doppellunge. Schön mittig. Top. 166,3. Gold fängt bei 182 an. Ja, schade, aber schön. Also hier in den Wäldern, muss ich sagen, ist das Ganze ein bisschen anspruchsvoller. Ja. Hier wirklich gut zu reagieren und schnell zu sein, ist schwierig. Also ich finde trotzdem, dass es eine der leichteren Maps ist. Praxishirsch, Warnruf. Oh, hier ist er. Na dann, mein Freund, wenn du mich schon warnst. Ja, das sah gut aus. Das sah gut aus. Gucken wir uns mal an, den lustigen Axishirsch. So, kleiner silberner Axishirsch. Single Lunge. Wie gesagt, die Ranger ist irgendwie... Vielleicht sollte ich mir eine neue Waffe für Dreiertiere suchen. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr da einen Tipp habt. Mir ist die Ranger irgendwie zu low. Also das hätte jetzt gut und gerne auch ein Doppellungentreffer sein können. Finde ich. Naja, okay. Auf jeden Fall Silber, 120. Bei 155 fängt Gold an. Naja. Oh... Schöner Vierer leicht auf jeden Fall. Ich glaube, ich werde da auch mal durch die Büsche, bevor der mir abhaut hier, schießen. Ja, das sah gut aus. Das sah sehr gut aus. Den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Ich denke mal Gold, weil ich glaube, bei Dammhirsch fängt bei 5 erst Dia an. Ich habe noch keinen Dia-Dammhirsch. Aber ein schöner Gold-Dammhirsch ist auch was Schönes, ne? So, gucken wir uns das schöne Tier mal an. Auf jeden Fall Gold, 215 bei 249 fängt die an. Aber er hat schöne Schaufeln, schöne große Schaufeln. Singelunge und Rückgrat. Also er hätte einen Rollstuhl gebraucht, um abzuhauen. Ja, schön. Top. So, Aussichtspunkt haben wir erledigt. Jetzt gehen wir zur nächsten Hütte, damit ich auch mal ein bisschen schnell reisen kann. So, wir hatten hier einen Warnruf vom Axishirsch. Ziemlich nah und ich war am Rennen. Ich hoffe nicht, dass er schon abgesprungen ist. Ja, hier vorne sehe ich schon die Ruhezone vom Axishirsch. Wird mir schon angezeigt. Ist halt immer doof, wenn man den Berg hinaufjagt. Wisst ihr, was ich meine? Das ist immer, da sieht man zu spät die Tiere. Da ist er. Hier vorne, ich sehe das Geweih. Da! Da, Amon! Da war's. Sehr schön ist aber ein kleiner. Ja, sehr viel Aufwand für einen kleinen Abschuss, aber Silber immerhin. Und Doppelunge Herz. Einmal alles bitte. Schönes Ding. Und auch schönes Tier, oder? Geweih könnte ein bisschen größer sein, aber naja. Oh, Razorback Warnruf. Ein wildes Schwein hat mich gewarnt. Ich weiß nicht, welche Klasse das ist. Das ist, glaube ich, 3, ne? Ja. Also die Ranger. Aber krass, die gab es ja in Neuseeland auch, ne? Warum soll es die hier nicht geben, ne? Das sind ja eingewanderte Tiere oder zumindest eingeführte Tiere. Aber ansonsten bist du ja als Zweier der Anführer. Nee, was ist das da? Vierer leicht, ja. Nicht schlecht, den nehmen wir.
Okay. Es gibt Schwein zum Abendessen. So, schönes, goldenes Schwein. Schwarz-golden ist die Farbe. Schön. Finde ich gut. Stoßzähne, Schädel. 126, Diamant ist 144. Ja. Schöne Single-Lunge. Top. Gefällt mir. Da vorne ist ein Schweinshirsch. Ein Schweinshirsch habe ich auch noch nicht geschossen. Wenn er sich jetzt nochmal umdreht, ja. War das zu niedrig? Nee, sieht gut aus, sieht gut aus. Der kippt. So, hier vorne liegt da mein erster Schweinshirsch. Silber. Okay. Ich denke mal, der wird auch mit bei Stufe 5 Diamant sein. Und 4 dann Gold. Aber schön Single-Lunge doch noch getroffen. Top. Da ist noch ein schönes Razorback. Der ist sofort liegen geblieben, glaube ich. Hoffe ich. Weiß ich nicht. Gucken wir mal. Ja, super Treffer. Sofort liegen geblieben. Schön. Verehrt schwarz. Aber es steht leider nicht melanistisch. Schade. Auf jeden Fall Gold. 110. Schönes Tier. Doppelunge Herz. Einmal alles bitte. Top. Finde ich gut. So, und ich würde sagen, das war's auch schon wieder mit dieser Folge The Hunter Call of the Wild in Australien. Hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, vergesst das Abo nicht, vergesst den Like nicht, vergesst den Kommentar nicht. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Je nachdem, wann ihr das Video schaut, macht's gut und bis dann. Ciao.